herzlich willkommen zu Ortlaufsfrei nun vom 1. September 2023. Ich bin wieder da, meine Auszeit ist zu Ende und ich bin schon wieder mittendrin im Trubel auf einer IGE-Sonderfahrt nach Holland und deswegen grüße ich euch heute aus dem Hauptbahnhof von Amsterdam. Wir haben schon einiges erlebt und das zeige ich euch jetzt in Kürze. Auf dem Weg zum Nationalen Holländischen Eisenbahnmuseum in Utrecht. Eine Institution, die in 4 Jahren ihren 100. Geburtstag feiert. Gegründet wurde das Spoorwegmuseum anno 1927 und es ist eines der interessantesten und spannendsten Eisenbahnmuseen, die ich kenne. Nicht nur wegen der aufgeständerten Dampflokomotive am Eingang der Halle. Ein exakt 80 Jahre altes Dampfross ist heute unser Zugpferd. Gebaut bei Jung in Jungenthal und im aktiven Dienst bei der Reichsbahn der DDR, hat Lok 528060 seit gut 15 Jahren bei der Museumsbahn Star in der Provinz Groningen eine neue Heimat gefunden. Ausgangspunkt unserer Bahnfahrt ist Staatskanaal, eine Gemeinde im Nordosten von Holland mit knapp 32.000 Einwohnern und ehemals eine Anlegestelle für Kanalschiffe. Pünktlich um 14 Uhr hat sich der Museumszug mit 6 Wagen in Bewegung gesetzt. Einer ist reserviert für unsere Gruppe. Die Strecke führt nahezu schnurgerade über ca. 25 Kilometer durch eine grüne Landschaft nach Veendam. Insgesamt werden 6 Filme produziert von dieser Fahrt. 2 stelle ich heute Nachmittag online und die anderen 4 am Wochenende. Und jetzt geht es weiter mit Videos von euch. Natürlich nicht alle, die ihr mir geschickt habt. Das sind viel zu viele. Die zeige ich im Laufe der kommenden Freitage. Liebe Hagen von Ortloff, schreibt Michael Schlömer. Hier ein Messzug mit 2 218ern. Er durchfährt den Bahnhof Ochsenfurt. Es sind Filmchen von meiner Main-Tour. Ein ICE auf einer Mainbrücke in Würzburg vom Faltboot aus aufgenommen. Viele Grüße, Michael Schlömer. Da sage ich Danke zu diesem und den vielen anderen Videos von euch. Uwe Groll vom Bing-Museum in Freinsheim hat mir diese Aufnahme geschickt, aufgenommen im Kloster Scheiern, wo sich alljährlich im August viele Blecheisenbahnfreunde um Kurt Holzapfel treffen. Dort fahren die Loks in den Spuren 0 und 1, angetrieben von Strom, Dampf oder Federwerk. Uwe Groll schreibt zu diesem Zug, hab die Lok für Roland Glier zum Laufen gebracht, sie hatte Dampf abgeblasen und keine Leistung aufgebaut, aber jetzt rennt sie wieder wie eine Junge. Es ist die S26 von Bing circa 1920, Echtdampf, eine der formschönsten späten Echtdampfloks von Bing. Ich kann nur ergänzen, ein über ein Jahrhundert altes Blechkunstwerk. Moin Hagen, schreibt Sven Eichler. Am 28. Juli fuhr der Alex nach Prag aus dem Bahnhof Schwandorf aus. Während rechts eine Lok der Regentalbahn mit einer Wagenüberführung in den Bahnhof rollte und mittendrin ein 612 rangierte. Ganz schön viel los in diesem Augenblick, kann ich da nur sagen. So, Sommer 2023. Ab der Brücke vom Dorf in die Stadt ist die Oberleitung fertig. Ich habe bewusst Original-Oberleitung verwendet. Keine Bogen, sondern alles eckig. Was Modellbahner ja öfters falsch machen. Auch hier in der Wendeschleife. Vorbildgerechter Bogenabzug. Was braucht man für eine Modellstraßebahn? Kupferdraht, Pappe, Geduld
und Peitschelampe, da lötet man es einfach dran. Und dann schauen wir mal, ob das Ganze funktioniert. Bahnhofsplatz, Hauptbahnhof, Bahnhofstraße, Marktplatz. Münsterplatz, Rathausplatz, Stadttor, Stadtbahnbrücke. Gefahren wird ausschließlich mit achtachsigen Fahrzeugen der Bauart Köln. Sie sind am betriebssichersten und lassen den Modellstraßenbahner nie im Stich. Allerdings sind diese schönen Fahrzeuge, soweit ich weiß, nicht mehr erhältlich. Das war's hier von der Stadt. Es fehlen natürlich noch Pflaster, Lampen, Passanten. Der Horten hat schon eröffnet, auch der Herdi. Und das Spielwaren- und Modellbahngeschäft mit dem roten Schaukelpferd nicht zu vergessen. Einzig der Marktplatz ist komplett schon bestückt, inklusive der Biergarten, wo eine Band aufspielt. Hallo, lieber Hagen, schreibt Michael Ruhoff. Anbei schicke ich dir einige Eindrücke vom Modellsegeln am Herzfeldsee. Der Haltepunkt Katzenstein ist ja auch die aktuelle Endstation der Herzfeld-Museumsbahn. Und mit etwas Glück trifft sich meine Segelflotte ab und zu mit der Schettere oder dem Triebwagen. Viel Spaß! Und sommerliche Grüße aus Nattheim. Vielen Dank. Und jetzt noch ein Termin für schnell Entschlossene. Das 15. Remisenfest und 7. Modellbahn-Expo in der Remise in Hochdorf bei Luzern findet am 2. und 3. September statt, samstags von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 16 Uhr in der Siedereistraße 20 in Hochdorf. Und noch ein Tipp von mir aus: Morgen und übermorgen findet wieder die Veranstaltung Zurück nach damals statt in Begbergen. Meine Gruppe und ich, wir sind natürlich auch dabei. Und falls ihr kurzfristig entscheidet, ich glaube, es lohnt sich, auf jeden Fall werde ich davon berichten. Das war's. Von dieser Stelle aus, das war Ortlofsfrei nun vom 1.9.2023 und ich freue mich schon, wenn wir uns heute in einer Woche wiedersehen. Macht's gut, bis denn und tschüss.